Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von World of Warcraft, und zwar das Worgen-Startgebiet. Ja, in der letzten Folge sind wir ja hier unten in Dämmerhaven angekommen und wir haben leider festgestellt, dass das Worgen-Problem nicht das einzige Problem ist, mit dem unser schönes Gneas zurzeit zu kämpfen hat, denn jetzt sind zu einem Überfluss auch noch die Untoten hier an der Küste gelandet, die Verlassenen, also eine der Fraktionen der Horde. Und die wollen hier wohl unser Land kaputt machen, es an sich reißen, wie auch immer. Da haben wir schon gegen die ersten von denen gekämpft. Und die letzte Folge hat damit geendet, dass es einen riesen Rums gab. Wir sind gerade hier unten auf Ahlens Bauernhof. Und da sollen wir jetzt mal mit Prinz Liam Graumähne reden. Oh, und da liegen bewusstlose Wachmänner. Und herausfinden, was hier überhaupt passiert ist. Ach du meine Güte. Also, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, da sah das hier draußen noch nicht so aus. Hier ist ja alles kaputt. Ach je. Unsere ganzen Freunde liegen hier, sind zum Glück nur bewusstlos. Was ist hier bloß vorgefallen? Für Gilneas. Vielleicht weiß Liam mehr. Als das Land zerbarst, das Meer, Yvain, es hat alles verschlungen. Das Land, die Verlassenen, unsere Männer. Atemlos. Yvain, ich war gerade unterwegs, als es passiert ist. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gut, die Hälfte der Wachleute der Stadt hat sich in dem Bereich aufgehalten, der eingestürzt ist. Geht dorthin und rettet so viele, wie ihr könnt. Zieht sie aus dem Wasser ans Ufer. Ich kümmere mich darum, dass sie die benötigte Hilfe bekommen. Rettet 4 ertrinkende Wachleute. Mache ich mich natürlich gleich auf den Weg. Was ist das hier Rotes? Überlebende der Verlassenen. Na, die wollen wir natürlich nicht retten. Die können meinetwegen ruhig ertrinken. Da tun sie uns nur einen Gefallen mit. So, mal schauen. Ach du meine Güte. Jetzt habe ich den Guten hier auf dem Rücken. Gut, dass ich so eine starke, große Wargin bin. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich immer nur einen mitnehmen kann. Ich probiere gleich mal 2 mitzunehmen. Beim nächsten Mal. Hat er noch was gesagt? Ich glaube nicht. Ah, jetzt ist er hier. Okay. In Sicherheit. Ich bin mir nicht sicher, diese Blubberblasen hier, ob die einem auch Atem zurückgeben. Sieht aber nicht so aus. Dann beeilen wir uns mal. Na, war ich nicht nah genug dran? Ah, doch, ich habe ihn schon. Okay, jetzt versuche ich, den hier auch noch mitzunehmen. Nee, da kommt kein Zahnrädchen. Dann muss ich die mir wohl alle einzeln schnappen und immer wieder an Land. Aber nicht so schlimm. Na, das regnerische Wetter passt ja auch zu der traurigen Stimmung hier im Moment. Wobei ich ja in Real Life Regen total liebe. Und die Sonne, ja, fast schon hasse, kann man sagen. Also ich bin absolut kein Sommermensch. Huch. Ach du meine Güte, da ist ja einer von den Verlassenen. Gar nicht bemerkt zuerst. Also ich bin absoluter Wintermensch. Ich habe kein Ziel. Und mir ist Regen allemal lieber wie jetzt strahlender Sonnenschein. Plus 25 Grad. Das ist nicht mein Fall. So, 2 von 4. Und dann noch einmal. Nehmen wir doch gerade ihn hier. Der ist nicht so weit weg. Für mein Volk. Ihr habt getan, was ihr konntet, Yvain. Mit etwas Glück schaffen es noch ein paar andere ans Ufer. Das Land hat einfach unter unseren Füßen nachgegeben. Ich dachte, ich wäre tot. Dafür schulde ich euch was. Ich danke euch, ringt nach Luft. Ich schulde euch mein Leben. Ah, die haben doch noch was gesagt. Alles klar. Ich hab's schon gedacht, das war's. Danke. Ja, wir haben gern geholfen. Ach, Belohnung wählen. Ja, nehmen wir mal Heiltrank.
Evakuierung. Wir sind dem Tod nur durch schieres Glück entkommen, Yvain, aber unser Glück ist langsam erschöpft. Doch während wir hier sprechen, wird die Küste überflutet. Und auch die Landmasse unter uns scheint sich noch nicht beruhigt zu haben. Ich sage es nicht gerne, aber wir müssen hier weg, verdammt Yvain. Ich darf mein Heimatland nicht zweimal in meinem Leben verlieren. Aber diese Erdbeben sind kein Feind, den wir besiegen können. Wohl wahr. Sagt Gwen Armstead, dass sie die Evakuierung einleiten soll. Sprecht mit Gwen in Dämmerhaven, das ist ja die Bürgermeisterin von Dämmerhaven, die haben wir auch schon kennengelernt in der letzten Folge. Das machen wir auch sofort. Ach, bevor ich es vergesse, heute an meiner Seite meine kleine Annemarie. Das ist ein Kaninchen, eines meiner absoluten Lieblingshaustiere hier in World of Warcraft. Die gab es zu zähmen, in ganz verschiedenen Gebieten gibt es hier Kaninchen. Ich glaube, Annemarie ist aus dem Wald von Elwin, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die gibt es ja auch in verschiedenen Farben, die Kaninchen. Sehr, sehr niedlich auf jeden Fall. So, da sind wir wieder in Dämmerhaven. Na, da wird Gwen nicht erfreut sein über diese Nachricht. Da vorne. Oh, die rennen hier schon weg. Was kann ich für euch tun? Liam hat recht. Wir müssen in ein höher gelegenes Gebiet fliehen. Helft mir, die Leute zu benachrichtigen, während ich die Organisation der Evakuierung übernehme. Passt auf euch auf. Oh, gleich drei Stück. Es ist wirklich schön, euch wiederzusehen, Yvain. Auch mit Pelz und so. Ja, das freut mich. Oma Wahl. Es wird nicht leicht, Oma Wahl dazu zu bewegen, mit uns zu kommen. Ihr müsst dennoch alles in eurer Macht Stehende tun, um sie zu überzeugen. Ihr findet sie in Wahls Landhaus. Bitte, Yvain, seid geduldig mit ihr. Sie ist schon sehr alt und ihr Geist wird immer schwächer. Schönen Tag noch. Die Brüder Hayward. Weit im Süden findet ihr die Fischerei Hayward. Die Brüder Hayward führen sie schon seit vielen Jahren. Sie kommen nicht oft in die Stadt, nur um ihre Fische zu verkaufen. Gebt ihnen Bescheid, dass die Evakuierung eingeleitet wurde. Genug der Plauderei für heute. Und Crowleys Obstgarten. Ihr erinnert euch doch sicher an Lord Darius, Crowleys Tochter Lorna. Ja, natürlich, die hat uns ja vielleicht unser Leben gerettet nach dem Biss. Sie hat sich nie ganz vom Verlust ihres Vaters in Gilneas erholt. Seitdem fristet sie ihr Leben als Einsiedlerin. Der einzige Besucher, den sie je in ihr Haus gelassen hat, war Krennan. Und er verliert kein Wort über die Sache. Benachrichtigt sie über die Evakuierung. Lang lebe Graumähne! Na, ihr seid mir ja ein munteres Persönchen. Lebt wohl! Jetzt muss ich gerade mal schauen. Okay, die sind ja recht verzweigt. Da würde ich sagen, machen wir erstmal den Obstgarten. Hier drüben scheint ja sonst auch nichts zu sein. Machen wir uns mal auf den Weg. Oh, und hier rumpelt's und pumpelt's überall. Das sind noch diese schrecklichen Erdbeben. Hier rüber müssen wir. Ihr wisst ja, das Wargenstadtgebiet habe ich bisher ein oder zweimal erst gemacht, vor einigen Jahren auch. Da kenne ich mich nicht sehr gut aus. Da muss ich mich selber immer ein bisschen orientieren, wo wir hin müssen. Was gibt es? Bleibt zurück, sonst werde ich. Seid ihr das? Beim Licht, ihr seid es, Yvain. Der hungrige Etin. Hört zu, Yvain. Wir werden es ohne ein Transportmittel nicht schaffen, nicht wahr? Wenn wir uns hier einfach nur so aus den Staub machen, werden die Verlassenen uns im Handumdrehen einholen. Das ist gut möglich. Normalerweise wäre es überhaupt kein Problem, ein paar Pferde in den Stallungen im Südosten aufzutreiben, aber da gibt es einen Haken. Das letzte Erdbeben muss Korod, den Etin, aus den Bergen herunter zu uns vertrieben haben. Wenn wir uns die Pferde nicht bald schnappen, fürchte ich, dass er uns zuvorkommt. Ja, ich glaube, die Etin, die... Huch,
Wie niedlich. Ich glaube, die Ethin, die essen Pferde. Das war natürlich schrecklich. Gebirgspferde retten 5 Stück. Alles klar, die sind in diesem Bereich. Oder sind auch Füchse, die könnte man wahrscheinlich als Jäger zähmen. Jetzt möchte ich mich hier nur mal umschauen. Dieser Ethin ist dann ja bestimmt hier auch irgendwo. Und ich erinnere mich ganz vage daran, dass man genau gegen den auch noch kämpfen muss. Das ist ja ein 12er Elite, für uns noch ziemlich tödlich. Ihr seht, noch rot. Gebirgspferd. Jetzt habe ich hier eine Leiste bekommen. Ah, alles klar. Jetzt habe ich schon 2. 3. Oh, da kommt er. Ich kann das noch nicht wirken. Oh, 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 oh. Der ist jetzt schon sehr nah. Ich mache mich mal hier aus dem Staub. Beginne Kampf. Hat er uns gesehen? Ich glaube, der hat uns gesehen. Wir beeilen uns. Bin ich noch richtig? Ja. Kommt, ihr kleinen Pferdchen. Au, oh, hat es nicht funktioniert. Ich habe jetzt nur 1 angezeigt bekommen. Ah, alles klar. Näher zu Lorna mussten wir. Beeilt euch! Der hungrige Ethin. Wir haben die Pferde. Ich stelle sicher, dass sie nach Dämmerhaven gelangen. Gut, gut. Keine Folgequest. Dann können wir ja weitergehen zu, ich würde sagen, Oma Wahl. Oder was ist klüger? In diese Richtung hier wären die Brüder. Oma Palia, das machen wir. Die wird wahrscheinlich hier in ihrem Häuschen sein, nehme ich mal stark an. Oh, was für schöne Rosen. Oh, aber ich sehe da auch etwas, was gar nicht schön ist, nämlich hier die Untoten. Um die müssen wir uns bestimmt gleich auch noch kümmern. Da auch. Oma, ah, da. Was habt ihr zu erzählen? Oh, Besuch. Bleibt auf eine Tasse Tee. Ah, bleibt ja auf eine Tasse Tee, Herzchen. Ja, vielleicht später einmal. Gehen? Jetzt? Oma hat sie nicht mehr alle, heißt die Quest. Nun, was sein muss, muss wohl sein. Aber wärt ihr ein Engel und würdet etwas für mich suchen? Ich habe mein Lieblingsbuch verlegt und werde ganz sicher nicht ohne es gehen. Nachdem ihr Oma die Dringlichkeit der Sache erläutert habt, schüttelt sie herablassend den Kopf. Liebes, sucht einfach das Buch für mich, ja? Findet das leinengebundene Buch. Halte die Ohren steif, ja? Und ich bin ja jetzt Stufe 8 geworden, da habe ich meinen Lehrwandler bekommen. Also mein Tankpad. Den werde ich mal beschwören. Denn wenn man als Hexenmeister solo unterwegs ist, ist das doch die bessere Wahl. Wie heißt du denn? Konrad. Zwar etwas anders geschrieben, aber das ist ja der lustigste Name, den ich bisher für einen Lehrwandler hatte. Wie cool. Okay, willkommen bei mir, Konrad. Das finde ich jetzt richtig klasse, den Namen. Da vorne liegt das Buch. Meine Lehrwandler, beziehungsweise auch meine Wasserelementare. Denn ich spiele ja, also ich habe 2 Hauptcharaktere, eine Magierin und eine Hexenmeisterin. Und sowohl mein Lehrwandler als auch mein Wasserelementar nenne ich ja immer Blues, egal welchen Namen sie jetzt haben. Also mein Blue, wegen der Farbe. Habe ich mir irgendwie so angewöhnt mit den Jahren. Ich weiß gar nicht den originalen Namen von meinem Lehrwandler. Freunde von Graumähne sind auch meine Freunde. Wie läuft es, Schätzchen? Bleibt ihr zum Tee? Vielen Dank, Yvain. Ich hoffe, ihr habt nicht hineingelinst. Nein. Wo bleiben eure Manieren, Herzchen? Was da wohl drin stand? So gehe ich nicht außer Haus. Was wolltet ihr nochmal? Oh, stimmt ja, der Evakuierungsbefehl. Aber so kann ich ja schlecht unter die Leute gehen, oder?
Seid so lieb und holt mir meine guten Kleider. Sie hängen draußen an der Wäscheleine. Ihr versucht vergeblich, Oma Wahl davon zu überzeugen, dass ihre jetzige Kleidung völlig angemessen ist. Ja, in der Tat, sieht doch schick aus. Ihr jungen Leute habt einfach keine Manieren. Wurdet ihr von Ogern großgezogen und jetzt geht und bringt mir meine Kleider, Liebes. Lebt wohl. Nun gut, uns bleibt ja keine andere Wahl. Oma Wahl. Das soll doch eigentlich hier sein, vielleicht hinterm Haus. Ach, alles klar. Also irgendwie sehen die guten Kleidungsstücke genauso aus wie die, die sie gerade anhat. Aber gut. Und einmal zurückbringen. Schießt los oder zieht Leine. Habt ihr alles gefunden, Schätzchen? Ihr seid ein Goldschatz, Yvain. Vielen Dank. Omas Katze. Die ist wirklich ein harter Brocken. Genau, was die Evakuierung angeht, Liebes, ich kann nicht ohne meine Katze gehen. Er ist ein zuckersüßer, orangenfarbener Tigerkater. Okay, das verstehe ich. Ohne meine Tiere würde ich auch nirgendwo hingehen. Bei mir sind meine Tiere ja wie meine Kinder. Felix spielt am liebsten in der Nähe eines alten Karrens, in der Nähe einer Laube nordöstlich von hier. Bringt ihn zu mir, dann können wir sofort aufbrechen. Holt Felix die Katze. Halte die Ohren steif, ja? Na, Logo. Das scheint da unten zu sein. Hoffentlich geht's dem kleinen Felix gut. Ach, da sitzt er schon. War von der Laube ist ja nicht mehr so viel übrig. Hallo Felix. Oh, niedlich. Na, dann komm mal mit. Perfekt. Moment, ich lese gleich vor, wenn ich den umgebracht habe. Oh, da kommt auch Oma Wahl. Und sie hat sich in einen Worgen verwandelt. Lucius der Grausame. Na, die Omi ist doch nicht so hilflos, wie sie aussah. Lucius der Grausame hat gesagt, ich werde diese Katze an mich nehmen. Sie scheint der perfekte Köder zu sein. Macht euch bereit zu sterben, ihr Narr. Und Oma Wahl hat geschrien, mit meinem Kätzchen stellt ihr keine Schweinereien an, ihr Sohn einer Promenadenmischung. Genial, okay. Tja, Oma hat's drauf. Ganz klar. Hat die hier mit ihrem Nudelholz mal soeben einen Untoten umgebracht. Naja, was soll man von denen auch erwarten? Okay. Dann hoffe ich jetzt, dass Oma Wahl mit uns kommen wird. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Felix, die Katze. Ein wenig durchgeschüttelt, aber in gutem Zustand, den Umständen entsprechend. Ihr seid so eine bezaubernde junge Dame, Yvain. Vielen Dank. Da ist er ja, Omas kleiner Liebling. Vielen Dank, dass ihr ihn gefunden habt. Ich hoffe, es hat euch nicht allzu viele Umstände bereitet. Oje, meine Fingernägel sind ja ganz dreckig. Die ist doch klasse, oder? Passt auf euch auf. Okay. Omi macht sich jetzt wohl auch auf den Weg mit Felix. Dann bleiben jetzt nur noch die Brüder. Und die sollen da unten sein. In diese Richtung. Wir fahren da jetzt einfach mal durch. Ah, die hat uns auch nicht angegriffen, die Untote. Ist auch besser so. Immerhin sind wir mit Oma Wahl befreundet. Au, das sieht aber nicht gut aus. Da helfen wir schnell. Der Wachmann spaziert ja einfach ganz seelenruhig entlang und hier unten tobt der Krieg. Ich glaube, ich unterhalte mich hier erstmal mit Sebastian. Hallo! Seid ihr hier, um zu helfen? Oh ja. Mögen eure Reisen sicher sein. Meine Brüder und ich können den nördlichen Teil Geneas mit unserem Boot in wenigen Tagen erreichen. Jedenfalls, wenn wir es fertig repariert haben. Nicht alles im Lot auf dem Boot, heißt die Quest. Evakuierung, sagt ihr?
Nun, nachdem die Verlassenen hier aufgetaucht sind, kam uns diese Idee von ganz alleine. Wir dachten, zur See wäre der sicherste Fluchtweg. Leider haben unsere Boote das letzte Erdbeben nicht unbeschadet überstanden. Ich benötige noch ein wenig Material, um meine Reparaturen abzuschließen. Holz, Teer und meine Werkzeuge. Besorgt sie mir, damit ich und meine Brüder von hier entkommen können. Auf dann! Angespült. Die Schiffe der Verlassenen sind viel zu nah an unserer Fischerei gesunken. All die Überlebenden machen sich auf den Weg hierher. Wie ihr sehen könnt, sind wir zahlenmäßig unterlegen. Ja, in der Tat. Ach, sind das alles Brüder? Das sehe ich eben erst. Ron, Trent, Walt, Tim und Sebastian. Ja. Helft uns, sie zurückzuhalten, während ich die Boote fertig repariere. Sechs verlassene Typen. Na, das ist mir doch eine Freude. Ach, Blue kümmert sich schon um den. Alles klar. Dann können wir schon mal hier rüber gehen. Annemarie und ich. Denn da hinten leuchtet es schon. Öffnen. Kohlenteer erhalten. Gut. Da drüben sehe ich noch etwas leuchten. Mal sehen, was das ist. Aber ich glaube, das sind Holzplanken, ja. Ach, da ist noch einer gekommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir auch noch ins Haus rein müssen. Bin mir gerade nicht mehr sicher, wo die Werkzeuge liegen. Aua! Feiger Hund. Kommt da von hinten angeschlichen. Aber Konrad wird es ihm schon zeigen. Ich bin ja echt immer noch begeistert von dem Namen. Man kann ja für Gold die Namen seiner Hexenmeisterbegleiter ändern. Das habe ich bei meinem Wichtel ehrlich gesagt auch schon getan, weil ich da einen bestimmten Namen für ihn haben wollte. Jetzt bin ich echt in Versuchung gekommen, das auch bei meinem Blue, also bei meinem Hauptcharakter, zu tun, weil ich den Namen echt klasse finde, Konrad. Was ist denn das? Okay, das sind wohl Regenwürmer. Sieht ja lustig aus. Gehen wir mal ins Haus. Ja, da sind die Werkzeuge, wunderbar. Und wir brauchen noch einen Untoten. Aber die gibt's hier ja. Die gibt's ja hier vorne auch. Okay. Hallo? Habt ihr mein Material, Yvaine? Ja, wir haben alles dabei. Toll, Yvaine. Jetzt kann ich die Reparaturen im Handumdrehen fertigstellen. Das freut mich. Schönen Tag auch. Ausgezeichnet. Ich bin hier fast fertig. Man sieht sich. Flucht zur See. Danke für eure Hilfe, Yvaine. Unser Schiff ist bereit zum Ablegen. Und jetzt geht und sagt Fräulein Armstead, dass wir nicht an der Evakuierung über Land teilnehmen. Wir Haywards sind seit Jahren Männer der See. Wenn wir unser Zuhause verlassen müssen, dann nur zu Wasser. Alles klar? Mögen eure Reisen sicher sein. Ich möchte gerade mal schauen. Ja, da kann ich nämlich meinen Ruhestein verwenden. Der liegt auf dem Mahafen. Dann müssen wir nicht den ganzen Weg zurück reiten. Fahren. Trifft es wohl eher auf dem Chopper. Geben wir mal Bescheid. Freunde von Graumähne sind auch meine Freunde. Soll mir recht sein, Yvaine. Vielleicht ergeht es den Haywards ja besser als uns. Oh. Ich hoffe, wir werden es alle schaffen. Zum Graumähnen-Anwesen. Es ist an der Zeit, alle in Sicherheit zu bringen. Das gilt auch für euch, Yvaine. Begebt euch zum Graumähnen-Anwesen. Die anderen werden euch in Kürze folgen. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich kümmere mich darum, dass alle heil herauskommen. Ja, sogar die paar Wilden, die wir in den Ställen eingesperrt haben.
Das ist schön, dass die auch mitkommen dürfen. Sobald ihr dort angekommen seid, sprecht mit Königin Graumähne über die Dringlichkeit der Sache. Sprecht mit Königin Mia Graumähne im Graumähnenanwesen. Lang lebe Graumähne! Huch! ich bin jetzt nicht selber auf das Pferdchen aufgestiegen. Das kam einfach. Denn eigentlich dachte ich, das wäre eine gute Stelle, die Folge zu beenden. Aber dann gehen wir wohl doch noch hoch zum Anwesen. Ich wollte mir gerade das durchgestrichene Schild etwas näher ansehen, aber das konnte ich jetzt nicht so schnell erkennen, was hier durchgestrichen wurde. Also was auf dem Schild abgebildet war. Okay, jetzt sind wir hier oben. Da ist Lorna und Marie, die kennen wir ja auch, die Gemischtwarenhändlerin. Die warten hier bestimmt auf uns. Aber wir sollen ja hoch zu Mia. Vielleicht laufe ich da gerade noch schnell rein. Ja, hier oben. Wow, das ist ja auch ein Riesenhaus. Ja gut, ist ja auch die Königin. Die wohnen selten in kleinen Häusern. Hier sind die ganzen Bewohner. Und da ist unsere Königin. Schießt los oder zieht Leine. Alles klar, dann werde ich mich mal hier einreihen. Und dann werden wir in der nächsten Folge mit unserer Königin sprechen. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!